Ihr sitzt im Schneidersitz auf der Galerie eines Baumhauses, schaut den kreischenden Affen beim Paaren zu oder blickt noch einmal mit sorgenvollem Blick auf die Karte. Der Regen hat eben gerade eingesetzt und tropft an den Blättern neben euch herab. Wenn ihr das Glück habt und eine Karawane zieht unter euch entlang, dann müsst ihr bereit sein. Ihr hofft auch wenigstens noch auf einen Tag der Regeneration. Wir schreiben den 23. Hesinde, 1025 nach Bosbarans Fall. Wir beginnen mit einer Hauswirtschaftsprobe, und zwar von allen. Vier Stück. Rodrigo muss keine würfeln. Alle anderen müssen drei davon schaffen. Sie sind um 3 Punkte erschwert. Also, noch einmal. Hauswirtschaftsproben. Jeder um 3 erschwert. Vier Stück müsst ihr würfeln und drei gelingen. Wir fangen einfach mal an mit, wer hat als erstes gewürfelt? Wascher, alles klar. Dann würfeln noch zwei hinterher. Drei hinterher. Zack, zack, zack. Dann kann Brindigian sein reinschmeißen. Eine fehlt noch. Ich hatte jetzt vier Hauswirtschaftsproben gewürfelt, ne? Genau, Ich vier habe vier Stück gewürfelt und und drei drei geschafft. müssen gelingen. Damit ist Ja. Wascher auch relativ gut durch die Jo. Berge gekommen. Brindigian, der war um 3 erschwert, ist Nee, gelungen. die dritte ist nicht gelungen, hat sie keine Erschwernis eingetragen. Max Erschwernis 0. Hä? Die letzte ist nicht gelungen. Die waren alle doch Stimmt. erschwert um 3, hast du gesagt. Bei der ersten hast du Nicht schon die 2 getan. drei. Ach Die so, zweite dann ist nehme auch ich noch nicht die erste gelungen. Probe. Die dritte ist gelungen, die letzte ist nicht gelungen. Beide ist Ja. gelungen im Endeffekt. Gut, dann eine ist gelungen, dann kannst du dir zwei Ledersachen, die du in deinem Inventar hast, kannst du dir dann entfernen. Oder du kannst den Bruchfaktor deiner Waffe um 1 anheben. Oder wenn du sowas hast wie ein Schild, was du wohl nicht hast, kannst du auch da dann beim Schild den Bruchfaktor um 1 anheben. Beim Dolch geht das natürlich auch, also Bruchfaktor dann plus 1. Brindigia hat eine gewürfelt, wir brauchen noch mindestens zwei, eventuell noch eine dritte. Alle von mir. Genau. Dann brauchen wir noch mindestens eine. Wenn du jetzt halt dreimal gelungen hast, dann ist egal. Nee, dann kannst du noch einmal. Das sieht doch gut aus. Dann musst du keine Ledersachen von dir entfernen oder Bruchfaktor anheben. Wir machen weiter mit Ephadaios. Hauswirtschaftsproben, vier Stück. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Und da hat mich Rodrigo darauf hingewiesen. Eine weitere. Gut, dann kannst du dir auch entweder Bruchfaktor erhöhen oder Ledersachen komplett austragen. Also sowas wie Lederschuhe, Armschützer aus Leder, da geht dann halt einfach, geht kaputt, fault dir weg am Arm, weil es einfach so feucht ist. Wie viel? Vier Kasim, Stück, oder? drei Stück. Vier Proben, drei müssen gelungen sein. Und ansonsten für jede nicht gelungene. Kasim, 1. Schade. Na, Charisma 8 ist halt tödlich. Richtig gut gewürfelt. THW 0, der würfelt auf minus 3 Attribute, also. Der Tja, würfelt in Wirklichkeit auf 10, 5, 10. ist ja nicht so, dass ich Hauswirtschaft schon mehrmals angesprochen habe. Gut, dann darf K7 auch seinen Bruchfaktor erhöhen oder Ledersachen streichen. Wenn du keine Ledersachen hast, dann kannst du natürlich auch sowas wie Stoffe oder Magierroben entfernen. Das ist mir herzlich egal. Aber es werden drei Sachen ausgetragen aus dem Inventar. Rodrigo muss nicht. Wascher hat schon. Jalan. Mir fällt gerade siebenteils ein, dass ich jetzt wieder weiß, was ich noch steigern wollte. Ah, ist das Auf meine ungünstig. Dann Knappenabfestung. würfelst du auf Fingerfertigkeit. Ich kann es nicht auf meine Knappenabfestung Nein, du abfestigen. kannst es nicht auf deine Knappen abfesseln. Die hat selber genug zu tun. Das müsste Fingerfertigkeit erschwert um 8 sein. Hatten wir letztes Mal schon. Ich glaube nur um 7. Ich meine, Crit ist immer drin, aber ne. Noch einmal. So, viermal genau. Na, komm schon. Kannst halt Jetzt. auch deinen geliebten anderen. Ah, Oh, da ist aha. er. Ist eine gelungen, aber ist Eine nicht gelungene, ein das sind dann Punkt. zwei Sachen, die du. Also Aber es ist entweder eine zwei. kritisch gelungen. Kriege ich dafür irgendwas? Nee. Warte Wenn du mal. noch Attribute würfelst, obwohl du eigentlich ein Talent haben müsstest, finde ich. Dann mach mal eine. Das ist okay. Ich Aber hab mal. der Crit ist ja nicht bestätigt. Er hat ja einfach die Erschwernis nicht eingetragen von plus 8. Nee, ist er um 7.
Also genau, ist keiner. Sieben ist standardmäßig ist es um 7 und pro 3 Punkte, die du auf die Talentprobe auflegst, ist ja einer auf die erste Attribut. Ach so. Also ist es plus 8. Ich dachte, wir nur plus 7. Basis ist plus 7. Wenn du ein Attribut, wenn du ein Talentwert nicht würfelst, wenn du ein Talent würfelst, anstatt ein Talent, ist es immer erschwert um 7, wenn das Talent nicht erschwert ist. So, Schwimmhaut aus Seehundleder ist weg, Brotbeutel ist weg und der Futterbeutel. Okay, beim Futterbeutel ist halt egal. Lederseil. So, so. Also muss ich mir 2 eintragen, richtig? Zum Beispiel 2-mal Bruchfaktor. Moment. Genau, die nicht beschädigte Fingerfertigkeit sind trotzdem 2. Also Bruchfaktor plus 2 oder deine Schuhe halt. 2 Gegenstände im Bruchfaktor um 1 erhöhen. Das geht auch. Alles klar, dann am Dolch und am Streitkolben. Ja, das kommt davon, wenn man nicht lernt. Ich habe es mehrfach angesprochen. Ich hab's vergessen. Ja, tut mir leid. Ja. Du hast recht. Ich habe es einfach verpasst. Gut, wie gesagt, ihr sitzt jetzt gerade bei schönem Regen auf einem dieser Balkone und blickt dann hinunter, genießt das Leben, so man es denn genießen kann. Um euch herum, wie gesagt, ein paar Affen, die auch gerade fertig geworden sind, damit sich zu paaren und jetzt gerade wieder mit Scheiße nach euch schmeißen. Ist das Leben nicht schön? Nein. Wunderbar, ne? Ich weiß nicht, warum das auf dieser Insel immer alle sagen, aber es ist nicht schön. Nein. Ach, vielleicht sehen wir es mehr bald wieder. Ich würde es begrüßen. Ich freue mich auch schon fast drauf. Sagt ihr, die blutige See ruft? Aber dann müssen wir auch die blutige See wiedersehen und wer weiß, was uns dort erwartet. Ach, Gischt. Geruch von Meer. Teichen von Möwen. Ungeheuer. Meine Herrin, Geron kommt auf euch zu. Ich habe eine Frage an euch. Wie sieht es aus? Nehmen wir an, wir sind erfolgreich und können dies Endurium bergen. Wenn ja, wie? Schnappen wir uns unsere Rucksäcke und laufen dann wieder den Weg zurück durch die schwarzen Berge und durch den mückenverseuchten Dschungel oder schlagen wir uns durch einen anderen Weg zur Küste? Schauen wir mal gerade an, wer das ist vor. Geron. Ach, Geron. Rodrigo, ihr wisst doch den Plan. Wo sollten wir wieder aufgenommen werden? In Boran? Ja, in Boran müssen wir wieder aufgenommen werden. Ich meine, wir können schlecht auf gut Glück nach Tuzang marschieren und hoffen, dass die Seeadler gerade zufällig dort vor Anker liegt. Wer wartet da eigentlich auf euch? Also wir könnten doch von hier aus, Brindijan. Wo sind denn alles Meersiedlungen? Auf uns wartet der großartige Kapitän Sarnin. Einer der besten Kapitäne, die es gibt. Und der bringt uns runter von hier? Zumindest ist dies eine Möglichkeit, ei. Er bringt uns aber nicht nach Hause, falls ihr das hofft. Wo sonst? Dahin, wo es Bakteria gibt. Das nächste Ziel unserer Reise wäre eigentlich Kunchum. Kunchum. Kommt ihr nicht irgendwo von da, Rodrigo? Kunchum? Nee, ich komme noch ein ganz Stück weiter südlich her. Kunchum ist Tulamidenland. Ich bin kein Tulamide. Und ich komme auch nicht aus den Tulamidenlanden. Komische Südstädte. Alles das Gleiche. Und dieser Kapitän, der wartet jetzt die ganze Zeit da auf euch, bis ihr wiederkommt? Nein, der wird da wahrscheinlich von Zeit zu Zeit mal vorbeifahren, denn der kann da auch nicht lange vor Ort bleiben. Vermutlich frisst er Dämonenleichen auf und spuckt sie als Zahnstocher wieder aus. Das wäre ihm zuzutrauen. Dann wär's. Wollen wir es hoffen? Also wir müssen ihm dabei wieder zu helfen. Brindijan. Was gibt es, Brindijan? Ja, wenn wir von hier aus nach Westen uns durchschlagen, kommt da irgendwie eine Siedlung, wo du sagst, da ist irgendwas, wo wir uns ein Boot besorgen könnten. Also ich traue uns zu, dass wir einen, also wir alle Mann waren ja schon auf länger auf See, und ich traue uns zu, dass wir alle Mann zusammen ein Boot, ein Hochseeboot gesegelt bekommen, um sozusagen nach Boran zurückzukommen. Also das heißt, wir müssen durch den Sturm durch, um Maraskan herum, also das heißt Teile der blutigen See selber erfahren, durch den Sturm wieder durch und nach Boran rein. Oder an der Küste entlang. Das heißt, eine Küstensiedlung mit einem Hafen, der wirklich für Hochseeschiffe ist. Naja, wo auch also diese Schiffe ankommen. Gibt es ja im Westen direkt irgendwas von uns? Weil im Westen von uns wäre ja sozusagen irgendwie der kürzeste Weg zur Küste, nehme ich ungefähr an. Das ist richtig. An der Küstenstraße gibt es schon die ein oder andere Siedlung. Aber ob da eine von wirklich einen Hafen, geschweige denn ein Schiff hat, kann ich dir nicht sagen. Tuzak gibt es da sicherlich. Dort wird es auch Schiffe finden, aber dort sind auch die Hafajars. Genau. Tuzak ist aber ein ganz großer Ort. Da werden wir die gleichen Probleme wie in Boran wieder haben, mit dem rein und rauskommen wahrscheinlich. Wie viel Tiefgang hat die Seeadler denn?
Weil das, nennen wir es mal Hafenbecken, an dem wir aufgestiegen sind damals an den Trollzacken, war auch nicht sehr tief. Ich denke nicht, dass wir unbedingt einen Hafen wie Zuzack brauchen, um an Bord gehen zu können. Und wenn wir im Notfall halt uns mit einem Ruderboot abholen lassen. Wenn wir nach Zuzack fahren, dann holt uns niemals das Schiff ab. Niemals! Die kommt nicht nach Zuzack, die fährt nicht dahin, die Seeadler. Der Kapitän wartet einmal in Boran auf uns, und zwar in einiger Zeit bereits. Und wenn wir dort nicht eingetroffen sind, dann fährt er weiter. Er kann nicht auf uns warten. Das heißt, wenn wir den Weg schaffen, was ich für sehr unrealistisch halte, dann ist er bereits wieder weg und wir müssen in Boran uns eine eigene Stelle suchen. Es sei denn, wir können fliegen. Okay, was ist, wenn der Kapitän nicht in Boran ist? Was machen wir dann? Wie sieht dann der offizielle Plan aus, Geron? Es gibt dafür keinen offiziellen Plan, aber könnten wir nicht von Maraskan aus nach Westen uns ein Schiff schnappen und nach Kunchum fahren? Selbstverständlich können wir das, wir brauchen nur ein Schiff. Ja, genau. Habt ihr denn Gold, meinst du zu heuern? Ansonsten müssten wir nämlich eins kapern. Genau, ich rede von kapern. Zum Glück haben wir zwei Matrosen dabei, nicht, oder? Ich kann doch auch segeln, du nicht? Ich habe mir auch ein bisschen was zeigen lassen auf der Seeadler, aber ich glaube nicht, dass... Wenn du Zeit, dass du schneller lernst, also auf dem Weg dahin musst du es dann drauf haben. Und wir haben einen großartigen Eferdi. Genau. Ja. Ihr wollt euch einfach auf gut Glück ein Schiff besorgen? Natürlich. Aber wir schaffen es doch runter hier, oder? Rodrigo? Was heißt schaffen es runter hier? Das ist ja gerade der Plan, sobald wir das Endurium haben, uns nach Westen zu begeben, die Küste so weit entlang zu laufen, bis wir an einen Ort kommen, der so groß ist, dass wir dort ein Schiff kriegen, was unser Erfahrer sagt, jo, damit könnten wir es durch den Sturm durchschaffen lebend. Und das Ding ist so weit hochseetauglich, auch für die kurze Strecke nur, aber immerhin für die Strecke zwischen Kunchum und Maraskan. Und dann versuchen wir nach Maraskan, nach Kunchum zu kommen. Wenn wir es bis nach Sinoda schaffen würden, dann finden wir dort sicherlich ein Schiff. Dann müssen wir uns auch keins kapern. Ja, allerdings müssen wir dann über die Grenze. Tage überleben. Oh, Sinoda, das ist so extrem weit weg, finde ich. Das sind doch über 200 Meilen. Sehr abenteuerlich klingt dafür, dass ich nur mit euch gereist bin, um hier wegzukommen. Ich meine, ihr wollt irgendwo einsteigen, ich weiß nicht mal warum, ihr wollt irgendwas klauen, ständig ist die Rede von Dämonen und jetzt wollt ihr ein Schiff kapern und irgendwie wegkommen mit dem Schiff. Genau, Mädchen, wir klauen doch nichts. Das steht den anderen nicht zu. Dynar kommt auf dich zu, lehnt sich an, umarmt dich so ein bisschen an der Schulter. Ah, Mädchen, die Zeiten sind ein bisschen schwerer geworden, seit dem Borbrat hier war. Überall sind Dämonen, völlig egal, wo du hingehst. Ob du nach Westen gehst, ins Oronische Reich, oder nach Süden, wo dann irgendwo Paligan mit seinen Archen sitzt, oder im Norden, da ist St. Xeran und Rassasor und Galotta und... Oh, ich sag dir das. Aber ich kann nicht verschätzen, kein Problem. Ja, so schlimm sieht es jetzt nun auch nicht aus. Guckt so ein bisschen auf den Arm, der um sie liegt. Er stinkt ein bisschen. Wie ich damals schon sagte, ich will nur weg hier und... Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Naja. Warum wollt ihr überhaupt da einsteigen in diese Anlage? In der Mine wird Metall gefördert. Wertvolles Metall. Dass Hafax-Schergen nicht zusteht und dass das Reich gut brauchen kann. Oder wie in dem Fall. Magister Kasim, was kann denn dieses Endurium? Oder Prodigian? Ihr seid doch Generären. Das ist das widerstandsfähigste Metall, von dem ich gehört habe. Es rostet nicht, es ist auf eine gewisse Art und Weise magisch, behindert unser einen, man deutet mal auf Prodigian und sich selbst, in keiner Weise beim Zaubern. Es ist besonders affin zur Artefaktherstellung. Die Liste könnte endlos weitergehen. Und auch jemand, der nicht zaubern kann, könnte damit die Ungeschaffenen effektiv schaden. Und wieso müssen wir dafür jetzt nach Maraskan? Können wir uns das nicht irgendwie von den Zwergen holen, in der Mine? Weil keine zwergische Mine es, soweit ich weiß, fördert. Also ist das hier die einzige Mine auf ganz Aventurien? Das ist doch scheiße. Deswegen ist es ja so wertvoll. Was wiegt denn so, also was kriegen wir denn für so einen Stein in Thorium, wenn wir das verkaufen? Gar nichts, denn den Kirchen steht das zu. Laut Recht und Gesetz hat die Bogenkirche darauf Anrecht. Ach so. Und du willst die Bogenkirche beklauen, oder? Nee, würde ich nicht. Gut. Ich habe jüngst erst Bekanntschaft mit einem Schwert aus Endurium gemacht.
die Kirche euch geschickt, um dieses Zeug zu holen? Nein, Rateral Sanin hat uns geschickt, aber Rateral Sanin ist einer der Guten. Wer? Und der Kapitän. Der Kapitän namens Rateral Sanin. Der größte Kapitän aller Zeiten. Aha. Hm. Wenn er so ein toller Kapitän ist, warum müsst ihr dann trotzdem ein Boot kapern? Weil er an der falschen Stelle auf uns wartet. Vielleicht misskennst du die Sache, aber er kann mit seinem Boot nicht ins Landesinnere. Okay, das war jetzt ein schlechter Scherz. Sagen wir einfach mal, weil Boran besetztes Gebiet ist von Dämonenpaktierern und Bündlern, genauso wie Tutzak. Und das sind die beiden Städte links und rechts von uns sozusagen auf der Karte gesehen. Und er hat eben das Boot zu leiten, hat eben gesagt, hier, wer traut sich das Ganze zu, jetzt hier den Dämonenbündlern in den Hintern zu treten und zu versuchen, hier Endurium zu stehlen. Und da haben wir gesagt, ja, ist klar, machen wir, Kapitän. Hock meldet sich. Ich habe auch schon fliegende Schiffe gesehen. Also jetzt ohne Witz. Mhm. Die hatten so Laubflügel und sind dann irgendwo über Tobrien sind sie lang geflogen. Ja, manchmal sehe ich auch Pferde kotzen. Einzige, was ich in Tobrien sehe, sind fliegende Schweine. Nee, Leutnant ohne Witz. Leutnant ohne Witz, das ist jetzt kein Seemannsgarn oder sowas. Ich heiße Leutnant Rodrigo, nicht Leutnant ohne Witz. Verzeiht. Rodrigo grinst ein wenig, schon okay. Also ich weiß nicht, ich habe noch keine fliegenden Schiffe gesehen. Warten wir mal ab. Also, Rodrigo, ich habe Angst. Davor, hier zu sterben an diesem Ort? So wie es Ephadaios gesagt hat vor ein paar Tagen. Das habe ich auch gehört. Ganz deutlich hat er ihr es gesagt. Also, Männer, Leutnant Hermenes, ich kann euch sagen, mit der Crew, die wir hier heute versammelt haben, können wir auf jeden Fall kein Schiff hochseetauglich so steuern und verteidigen, falls wir auf Piraten oder anderes Gezücht treffen. Das ist mir klar. Aber wir können es steuern. Wir können versuchen, ein schnelles Schiff uns zu besorgen, um damit lebend einfach nur hier wegzukommen. Das können wir machen. Oder wir versuchen, uns in eine der Städte hier in Tutzak oder Sinoda wieder einzuschleichen mit unserer teuren Fracht und dort mit einem der Schiffe der Hafajin überzusetzen. Dann wären wir tief in den Schwarzen Landen und erst nicht in Kunshom. Aber niemand sagt, dass wir eine Galeere klauen müssen. Das ist doch Schwachsinn, was Everdarius sagt. Wir können doch aber so ein kleines Schmugglerboot. Voll gut so. Mit so einem kleinen Außenborder und dann durch den Sturm durchsetzen und dann mit halb zerrissenen Segeln. Das macht doch richtig Spaß. Ja, ich glaube auch. Aber wir dürfen uns halt nicht erwischen lassen. Das würde ich nur sagen. Wie viele Meilen sind es von Maraskan bis Kunshom? Oh, du stellst Fragen. Das ist wichtig. Ungefähr 40. Vielleicht etwas mehr. Vielleicht 50. Also genau habe ich das nie gemessen. Also nicht besonders viel, wenn wir mit einem Boot übersetzen wollen. Aber immerhin ist der Sturm dazwischen. Das müssen wir beachten. Genau, wir müssen durch den Sturm durch und dann ist das kurze Schritt sozusagen durch bis nach Kunshom. Und selbstverständlich lauern vor dem Kunshomer Hafen noch einige andere Piraten, die Schiffe davor abfangen, je nachdem zu welcher Tages- oder Jahreszeit und wie getriebsam sie gerade sind und wie gut es dann in den anderen Bereichen läuft, ja. Also in Elberum und Janka und Jargan. Und ein paar Piraten werden wir ja wohl fertig werden. Wir müssen doch nicht direkt in Kunshomer Hafen einlaufen. Wir können auch irgendwo nördlich oder südlich davon zu Ufer gehen und das Schiff, das wir eh gekapert haben, einfach liegen lassen. Und auf dem Landweg in die Stadt anreisen. Nur als Idee. Also, Ortang gesagt, Frosty, das, was du gerade gemessen hast, ist natürlich jetzt hier der Weg hier in. Hier, also, du hast. Wir steuern dann sozusagen nicht Kunshom an die 40 Meilen, sondern. Das ist dann sozusagen hier Oron. Der südliche Teil von Oron, den du gerade gemessen hast. Ja, ich muss gerade mal gucken. Das ist ja natürlich so eine kleine Landzunge. Da ist dann Kurushk und Amarasch. Das wird 100 Meilen sein bis Kunshom. Ja, es wird wohl doch nochmal das Doppelte sein. Also wenn du dann von dieser Landspitze noch weiter nach Kunshom willst, dann korrigiere ich mich. Das sind dann doch wohl 100 Meilen, wenn du von Helmenport nach Kunshom willst. Ist jetzt leider nicht auf dieser Karte drauf, damit ich das nicht perfekt nachmessen kann. Aber ja, dann sind es eher 100, hast du schon recht. Okay. Also hier ist so eine kleine Landspitze vom Oronischen Reich und dann geht's hier nach Kunshom weiter.
Wenn ich das jetzt hier auf dieser Karte gucke. Luftlinie. Da müssen wir denken. Die Wasser-Efforts haben eigene Strömung. Vielleicht können wir dort nicht gerade übersetzen. Kommt auch auf die Winde drauf an. Ey, Leutnant, warum kuschelt ihr denn jetzt hier mit meiner Kleinen rum? Ich hab doch Dips angemeldet, Mann. Haben sich wohl die Dinge leider etwas verschoben. Dünner funkelt dich an. Seine Augen sind Schlitze. Und Rico kann sich das Grinsen fast gar nicht verkneifen, obwohl er mit aller Selbstbeherrschung versucht, das zu tun, um ihn noch weiter zu reizen. Ich bin mir sicher, das könnt ihr beiden hinterher klären, aber nicht jetzt. Dann nehme ich halt Myria. War er der, den sie letztes Mal eine gescheuert hat? Dünar, hat er das eben gerade gesagt? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hatte Potro eine geschlagen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Frag doch mal Potro, was er davon hält. Ey, Potro, was hältst du davon? Mir doch egal. Hab ich ihn jetzt verärgert? Und du? Ist mir egal. Ich habe keine Zeit, um mich mit solchen Belanglosigkeiten zu kümmern. Es geht hier um das Leben von uns allen und darum, wie wir das machen. Also gut, dann wäre das Effizienteste wahrscheinlich, Ephedaios, wenn wir uns ein Boot kapern und wirklich um den nördlichen Teil oder um den südlichen Teil von Maraskan herumsegeln nach Boran. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal den Weg zurückzumachen, quer durch die Berge und quer durch den Dschungel. Das schaffen wir nicht, ohne Boah, Junge, das zieht an meinen Nerven. Ja. Also ich glaube auch, dass wir um Maraskan herum zeitlich schaffen wir das nicht, unseren Kapitän anzutreffen. Aber nach Kunchum, um ihn dort zu treffen, das ist denkbar. Kennst du dich nicht mit diesem Uronischen Reich aus, wenn wir da anlanden würden? Weil das ja wirklich nur annähernd 40 Meilen wären. Wenn wir es von da aus dann versuchen, nach Kunchum durchzuschlagen. Ist das irgendwie möglich? Ist das irgendwie schwer? Weiß da jemand was drüber? Kommt Wascher doch her. Ich dachte, ihr wärt aus der Nähe. Wascher kommt da doch her. Müsst doch zuhören, Leutnant. Ist das da nicht in der Nähe? Nein, das ist noch ganz weiter, ganz weit südlich. Wie weit nach Süden geht's denn da? Ja, das ist sozusagen etwas mehr als die halbe Strecke. Zwischen Kunchum und Al-Anfa. Etwas mehr als die halbe Strecke nach Süden. Also deutlich mehr als die Hälfte davon. Da ist Selem dann in der Nähe. Ey, Leutnant, der hat keinen Plan, wo Al-Anfa ist. Al-Anfa ist im Süden natürlich. Da, wo Vivon herkommt. Kann so weit weg ja nicht sein. Ich komme da auch nicht her, ich komme aus Barbary. Wo ist... Da kommt Leo mal her. Das weiß ich. Ja, der gute Fahrer. Ja, so wenn wir da unten ankommen, was ist das da für ein... Weiß da irgendjemand was drüber über diese Sache, die da irgendwie ist von hier aus? Ach, scheiße. Wahrscheinlich noch mehr von Hafaks Leuten. Oder wer auch immer da unten das Sagen hat. Sollen wir da an Land gehen? Ich meine... Können uns auch vor der Küste entlang manövrieren. Schlimmer als hier kann es nicht sein, oder? Aber erstmal müssen wir das Metall haben und halt aus der Mine rausgekommen sein. Und bis dahin sind alle Planungen müßig. Und Lidjan. Ja? Was ist denn mit deinen Kollegen? Wenn wir das Metall haben, werden die dann Anspruch darauf erheben? Was ist damit? Das müssen wir sie fragen. Das solltest du vielleicht tun, denn mit mir wollen sie ja nicht so richtig reden, wie du es beim letzten Mal bemerkt hast. Ich kann dir gerne mal darauf ansprechen. Vielleicht seid ihr denn bereit, einen Teil davon abzugeben? Nein. Wie sich helfen sie uns? Das kann ich nicht. Das Problem ist einfach, dass die 12 göttlichen Kirchen A das Anrecht darauf haben und B, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man Endurium verarbeitet. Ich habe mir nur sagen lassen, dass es nicht so einfach sein soll, aber ich weiß nicht, ob... Ja, und du zuckst die Achseln. Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen man das so verarbeiten kann, wie auch immer. Ich weiß nur, dass es sozusagen, dass die Boronkirche sagt, dass sie darauf Anrecht hat. Aber ihr wollt es dann an Bruder Boron übergeben, das ganze Endurium? Eigentlich erstmal an Rateral Sanin, weil das der Auftrag ist. Aber ich glaube, Rateral Sanin wird das auch an die Boronkirche übergeben, denn Rateral Sanin ist definitiv gottesfürchtig. Ja, und er arbeitet ja auch wie alle Kirchen darauf hinzu, die Plage, die dieses Land befallen hat, zu besiegen. Und ich meine, das ist auch im Sinne von deinen Brüdern und Schwestern hier, Bonigian.
Aber ich weiß nicht, welchen Nutzen es hat, wenn wir es dann Bruder Boron übergeben. Ihr sagtet doch, der Kapitän Ratarazanin kämpft selbst gegen die Ungeschaffenen. Wäre es dann nicht sinnvoller, dass ihr oder er das Endurium behält vielleicht, und vielleicht verarbeiten lässt? Vielleicht lässt er auch einen Teil davon verarbeiten und gibt einen Teil an die Kirche ab. Ich weiß nicht genau, wie er es macht. Aber ich vertraue ihm da soweit. Ich bin mir auch sicher, was auch immer er tut, wird in Praios Sinne sein. Und ich werde auf jeden Fall mal mit den Bruderschwestern sprechen. Ich bin mir sicher, es ist schon eine große Ehre für sie, dass sie gegen die Hufflepuffs kämpfen können, eine Genugtuung. Aber nun, wenn sie uns helfen, dann kann es schon sein, dass sie auch etwas dafür haben wollen. Etwas mehr, als dass sie ein paar Ungeschaffene in den Etragin treiben können. Fragt sie. Habt ihr denn irgendetwas anderes anzubieten? Ja, nein, ich bin hier hingekommen mit leeren Taschen, weil der Dschungel so schlimm ist und es ist wirklich nicht schön. Habt ihr euch auf dem Boot nicht erst auszahlen lassen? Ihr müsst doch vor Gold nur so klimpern. Ich habe einen Teil von meiner Heuer mitgenommen, ja. Sagt mal, Männer, aber... Ich glaube nicht, dass sie hier irgendwas mit 10 Dukaten anfangen können, ganz ernsthaft. Wie ist denn der Plan jetzt eigentlich? Ich meine, was genau... Soll ich jetzt schleichen? Soll ich nicht dorthin schleichen? Haben wir uns jetzt auf etwas geeinigt? Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Karawane überfallen wollen. Im besten Falle haben wir noch ein, zwei Überlebende, die wir kurz was fragen können. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne stellen würde. Im schlimmsten Falle kann ich ihnen nichts fragen. Dann werden sozusagen die Taschen von denen und alles geleert. Wir legen die Ausrüstung von denen an. Diejenigen, die Ausrüstung anlegen wollen. Und dann wird da sozusagen reinmarschiert. Als die verkleidet. Aber also von fremden Menschen stinkige und eklige Kleidung tragen. Genau, die muss stinken, denn ansonsten wäre es ja nicht authentisch. Nicht authentisch, dass sie gerade durch den Dschungel marschiert sind die ganze Zeit. Hofft einfach mal, dass es nicht die Kamat gerade ist. Sonst habt ihr größere Probleme, als dass die Kleidung stinkt. Das heißt, wir sind dann verkleidet und marschieren rein. Und dann? Greifen wir uns das Metall. Was denn einfach so. Nein, es gibt draußen ein Ablenkungsmanöver. Das startet, sobald wir ein Signal nach draußen geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir ein Signal nach draußen geben, aber es gibt bestimmt Leute, die von draußen beobachten können, wenn wir irgendwo hier im hinteren Bereich von einem Haus sind. Wie zum Beispiel hinter der Kaserne. So einen rauswerfen. Und dann sozusagen dort ein Handsignal geben nach draußen, dass die Leute Bescheid wissen, dass es jetzt losgehen soll. Und dann wird sozusagen jetzt hier einer der Wachtürme sozusagen hier angegriffen. Und gleichzeitig werden sozusagen hier es wird hier vorne der erste, der links vordere Turm wird sozusagen zerstört. Und hier Maraskaner werden von rechts ein bisschen Lärm machen, dass der rechte Turm vielleicht dahin guckt. Währenddessen von links dann sozusagen die Maraskaner, die sozusagen müssen dann bis zum Eingang hier schleichen. Hier in die Nähe der Brücke. Und von dort aus müssen sie sich dann blicken lassen. Also leider gesehen werden ist der Plan dabei. Um dann sozusagen wegzurennen mit Rucksäcken auf dem Rücken. Und sobald die wegrennen und irgendwer ruft dann von wegen, hier Maraskaner, bla. Oder Rebellen werden sie wahrscheinlich eher rufen. Keine Ahnung, wie die Leute jetzt hier das nennen. Rufen wir, denn, also wir rufen dann noch nicht, wir erschlagen dann die Wachen vor dem Endurium Gefängnis. Also es wird ja bestimmt ein Endurium-Bewachungskommando geben. Diese Wachen werden wir erschlagen. Das Endurium werden wir an uns nehmen, die Rucksäcke stecken. Wir werden die Türen zumachen, wieder von diesem, wo das Endurium gelagert wird im besten Falle. Und rufen dann jetzt hier direkt von wegen jetzt hier sind Tote, hier sind Tote. Also dafür, dass das Endurium so wertvoll sein soll, klingt dieser Plan aber ein bisschen unausgefeilt. Ich meine, wenn es so wertvoll ist, haben sie doch bestimmt viele Wachen, nicht nur ein paar, die man einfach so erschlagen kann. Naja, nicht, dass ich an deinen Die Sache ist, sobald wir innen drin sind, ist der Plan sowieso dynamisch. Denn wenn es so ist, wie du sagst, dass da ganz viele Wachen sind und wir da nicht einfach so erschlagend hingehen können, dann müssen wir es versuchen, auf die heimliche Tour zu machen. Aber dann gehen wir zu spät, oder nicht? Nein, dann geben wir, bevor wir das Zeichen nach außen geben, kundschaften wir doch die Gegend aus. Wir sind doch nicht bescheuert. Wir kommen doch rein und wenn wir uns an unseren umgeguckt haben, können wir uns ja entschließen, das Zeichen nicht zu geben. Und was ist der Plan B, wenn sie erkennen, dass wir gar nicht die Karawane sind, auf die sie gewartet haben?
Und dann sind wir in der Falle? Beten, genau, dann sind wir in der Falle. Dann werden wir kämpfen müssen, das Zeichen hier geben müssen zum Angriff und dann hoffen, dass die Maraskaner uns helfen. Und das hat bisher noch nie funktioniert. Das war bisher immer der Tod von allen. Das also klingt ja toll. Genau, also sollte es nicht passieren, dass wir enttarnt werden. Ganz richtig. Das sollte nicht passieren, denn das war bisher immer der Tod von allen, die sie je versucht haben, einen Sturmangriff auf das Ding zu machen. Die Afarias überschätzen sich selbst und ihre Kampfkraft. Sie werden nicht erwarten, dass jemand unter ihrer Nase einfach vorbeischleicht. Ich habe da erst aber doch nochmal eine Frage. Und zwar dieses Endurium. Es ist ja wohl ein Erz. Ja. Wie viel gibt's denn davon? Reicht es, wenn wir das in unseren Rucksäcken trägen? Oder sollen wir uns da so einen ganzen Karren stehlen? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen so viel, wir tragen können. Durch den Dschungel weg. Wenn es mehr gibt, als wir tragen können, müssen wir wohl etwas da lassen. Okay. Ja. Rodrigo, erklär deinem Liebchen ruhig nochmal den Plan. Ich bereite das Waffengebet vor. Ja. Ich bin nicht sein Liebchen. Also, sie ist mein Liebchen. Ich bin gar kein Liebchen. Ich höre dir wenigstens zu, wenn du was sagst. Nicht so wie der Leutnant, ja? Ich beschütze dich auch. Nee, ich werfe irgendwas auf dich, Frossi. Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Ja, ist okay. Kannst weiß ich nicht, ein faules Stück Obst oder Affenkacke oder sowas. Ja, Affenkacke wird das Beste sein. Affenkacke, auf jeden Fall. In Richtung von Dynar. Kannst du gerne mal eine Angriffprobe würfeln? Kannst auch gerne einen Chippy benutzen, wenn du willst. Einfach Wurfwerfer. Ja, du triffst anstatt Dynar, triffst du Potro, der daneben sitzt, direkt in seine Bauchregion. Ja, habe ich den Fernkampf, war es jetzt schon 8, hätte ich nicht getroffen. Egal. Achso, war es 8? Ja, nee, dann triffst du, Entschuldigung, ich habe da irgendwie eine 12 gesehen, wurde bei mir angezeigt. Du triffst. Nein. Dann kannst du gerne nochmal Trefferzone auswürfeln. Komm, Kopf. Kopf mit der 20. Komm, 20 ins Auge. Nee, sein Waffenarm. Ja, Magister Brandigian, wenn deine Brüder und Schwestern fragen, was wir ihnen bieten, werde auch von einigen von ihnen die Waffen einsegnen, wenn sie das denn möchten. Dann können sie besser gegen die Anderswältigen kämpfen. Sollen sich 4 Mann vorbereiten, ihre Waffen, am besten Nahkampfwaffen, werde ich dann besprechen. Brandigian guckt etwas skeptisch, aber ja, ich werde es ihnen vorschlagen. Auch hier auf dem Festland erreicht uns noch die Macht Efferts. Keine Sorge. Sicher. Ich dachte, Festland ist Aventurien und nicht Maraskan. Na, ich habe Sachen vorzubereiten. Bis nachher. Rodrigo, habe ich das richtig verstanden, dass der Standardplan, wenn wir nicht entdeckt werden, keine größere Kampfhandlungen vorsieht? Nur eine, und also nur maximal eine. Entweder sieht er vor, dass das Endurium heimlich entwendet werden kann, oder, und das ist wahrscheinlich eher der Faktor, dass es nicht heimlich geht, sondern dass wir die Leute erschlagen müssen, die das Endurium bewachen. Und dafür brauchen wir die Ablenkung der Maraskaner, um danach dann zu rufen, von wegen, wenn die Maraskaner wegrennen, die Verwirrung ein wenig groß ist, und dann zu sagen, von wegen, hier sind Tote, als wenn wir die gerade entdeckt hätten. Sollten wir uns nicht absprechen, wie es zum Beispiel wäre, wenn ein Teil kämpft und ein Teil das Endurium bereits holt, damit quasi die Wachen, während sie kämpfen, abgelenkt sind? Also die drin sind und nicht die draußen? Das wäre ein Alberanskommando für die Kämpfer. Ich bin sowieso keine wirklich Kämpferin und ich habe keine Lust, mich mit fremden Wachen zu prügeln. Ich würde definitiv den Kürzeren ziehen. Also möchtest du pass auf, die Leute, die kämpfen, werden sterben. Möchtest du dich also diesen Leuten anschließen, um sie anzuführen? Nein. Gut, dann möchtest du es wohl auch keinem anderen zumuten, oder? Tue nur Dinge Leuten zumuten, die du dir auch selber zumuten würdest. Ich weiß nur, dass ich definitiv nicht kämpfen kann. Und wenn du sagst, dass wir kämpfen müssen... Die Leute, die kämpfen können, verlieren hier. Das sind Paktierer, die sich mit dem feisten Blutsäufer eingelassen haben teilweise. Diese Leute kämpfen, die schreiten über das Schlachtfeld und zerstückeln und töten nebenbei. Also das, wofür wir unsere gesamte Kraft brauchen, machen die mit einem Hieb nebenbei. Dieser Kampf, das ist kein Kampf, der für uns gemacht ist. Wir können nur mit List gewinnen. Nur wenn wir auf Fexens List setzen, können wir hier überleben.
Das letzte Mal, als ich mit einem Parkierer gekämpft habe, hat er mir mein Schwert mit einem Hieb glatt durchgetrennt. Ich habe keine Ahnung vom Kämpfen, deswegen frage ich Rodrigo wirklich, bitte nicht so auf. Streiche dir mal ein bisschen besänftigend mit der Hand über den Arm. Nein, ich will einfach nur sagen, ich habe doch gesagt, wenn wir offen großartig kämpfen, dann sterben wir alle. Das ist also auch für eine andere Gruppe, die dann kämpft. Das können wir nicht machen. Also Rodrigo, kann tun. In puncto Ablenkung und Angriff bzw. Zerstörung des unteren Wachturms. Das könnte ich vom Waldgebiet aus erledigen. Sintigian kommt zu euch. Preiset die Schönheit, Bruderschwestern. Ich hoffe, es geht euch gut. Der Regen hört bald auf. Ich habe euch bereits eine kleine Galerie bereitet, wo ihr heute Nacht schlafen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, dann können wir uns gerne Gedanken darüber machen, ob wir die Mine angreifen oder ob ihr die Mine angreift, ob ihr auf unsere Hilfe zurückkommt und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir auch das Glück einer Karawane, die dann direkt an uns vorbeifährt. Ja. Ja, auf die Karawane hoffen wir zumindest, dass wir heimlich reinkommen. Ansonsten ist das, was wir planen, nicht umsetzbar für uns. Also gut, wie gesagt, ruht euch aus. Ich habe euch die Galerie bereitet. Erholt euch etwas. Ihr seht wirklich sehr fertig aus. Und ihr stinkt.